Als ich an Eimer spazieren ging, sah ich einen Räuber wieder mal. Dachte ich, was wollst denn du, was jo? So sind auch die Räuber da. In Kleiburg war ich das letzte Mal, ist gar nicht so lange her. Dann ging ich ja spazieren, ja, dann sah ich einen großen Räuber sogar. Einen großen Räuber sah ich ja, einen großen Räuber wirklich wahr. Der hatte Wirt, wie er wie und war, früher so viel Schulden, ja. Sein Vater hat ein Geschäft betrieben, ja, und hat auch so viel Schulden, ja. Und jetzt ist er schuldenlos. Ich frage mich, was macht er bloß? Er hat doch so viel Schulden gehabt, in Millionenhöhe, ja. Dann hat er ja wirklich wahr, auf einmal keine Schulden mehr. Wie macht er das? Er ist ein Räuber, hat man ja. Der hat mir 56 Millionen, ja, mir gestohlen, das ist doch klar. Darum hat er keine Schulden, ja. Schulden, 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 ja, hat er so viel gehabt, doch ja, in Millionenhöhe, ja. Hat sein Vater gemacht, doch jo. Und dann auf einmal hat er ja alles zurückbezahlt, ach ja. Wie geht denn das, wie geht denn das? Ja, er ist kein Räuberbande, ja. Ja, Räuber, Räuber, Hauptmann, ja, gab ihm so viel Geld, doch ja, dass er seine Schulden ja bezahlen konnte, ist doch klar. Ja, der Räuber, Hauptmann, ja, gab ihm so viel Geld, doch ja, dass er seine Schulden ja zurückzahlt ist, das ist doch klar. Und was er alles für ihn machte, musste. Ja, die Räuber, Bande, Bande, ja, auch zu viele Häuser, ja, in Kornäuber auch, ja, ja. Wo haben sie das Geld bloß her? Das Geld ist ja gestohlen, ja. Und keiner interessiert es, ja, aber mich, doch, ja. Denn das ist mein Geld, doch, ja, das wurde mir 2009 gestohlen, ja. 56 Millionen, ja, wurde mir gestohlen, ja. Auch den Räuber, Räuber, ja, gehört er wieder wirklich, ja. Und wenn's du in Kornäuber bist, schau einmal einen Richter an. Da gibt's einen Richter wirklich, ja. Der hat mitgemacht sogar. Ja, es ist ein Räubernest, so ja. In Kornäuber ist doch klar. Wo du hinschaust, doch ja, gibt so viele Räuber, ja. Ja,